Okay, wir gehen rüber zu Mini. Bevor wir zu Mini rübergehen, wurde mir gerade die Info mitgeteilt, ich soll das Video erst bei Sekunde 3 starten, weil in der ersten Sekunde ist scheinbar etwas zu sehen, was nicht gerade gut ist. Und zwar ein sogenannter Penis. So, da geht's los. Prank wurde mittlerweile gelöscht. Bedeutet, ich benutze hier einen Reupload und den Prank erklärt euch Leon jetzt mal selber. Yo, was geht ab, Mann? Ich bin's wieder, Leon von Scherbstadt. Heute mal wieder mit einem coolen Video. Ich habe mir mal gedacht, ich mache heute mal den Auto offen lassen Prank. Das heißt, wir sind heute in den schlimmsten... Oh, warte mal ganz kurz. Wenn dieser Prank gelöscht wurde, liegt es vielleicht daran, dass in diesem Prank ein Spielzeug für Erwachsene drin vorkommt und deswegen von YouTube gelöscht wurde? Ich benutze hier einen Reupload und den Prank erklärt euch Leon jetzt mal selber. Ich glaube, deswegen ist nämlich auch der Prank gelöscht worden von Leon, weil Leon löscht keine Pranks, weil sie schlecht sind, weil sonst würde er seinen ganzen Kanal löschen müssen. Leon hat das Video wahrscheinlich nicht selber gelöscht, sondern das Video wurde wahrscheinlich von YouTube gelöscht, weil es ist nämlich auf YouTube auch verboten, erwachsene Spielzeuge aus dem Kontext gerissen zu zeigen. Das heißt, für sexuelle Aufklärung ist es erlaubt, einfach so zum Rumspielen damit ist es verboten. Yo, was geht ab, Mann? Ich bin's wieder, Leon von Scherbstadt. Heute mal wieder mit einem coolen Video. Ich muss eine Sache noch schnell nachgucken. Dann eine zweite. Ja, okay, alles klar. Die Stelle, wo er die Kameras zeigt, die können wir nicht reinnehmen. Ich habe mir mal gedacht, ich mache heute mal den Auto offen lassen Prank. Das heißt, wir sind heute in den schlimmsten Straßen von Hamburg unterwegs. Das heißt, wir gehen raus. Die schlimmsten Straßen von Hamburg. Ich bin so gespannt, ob Mimi gleich wieder so Straßen zeigt bei Google Maps. Die schlimmsten Straßen von Hamburg. Ich bin gespannt. Ich habe ja auch in Hamburg gewohnt eine längere Zeit. Mal gucken, was die schlimmsten Straßen von Hamburg sind. Die Straßen lassen irgendwo an irgendeiner Ecke ein Auto offen, richtig die Türen offen. Und ja, ich habe da so ein paar Sachen im Wagen drin versteckt. Und ich gucke jetzt, wie die Leute reagieren, ob da jemand anbeißt oder nicht, ob jemand einsteigen will, irgendwas gelaufen will oder nicht. Ich schlag nicht so viel, wir sehen uns gleich im Video. So. Okay, es gibt vier Hauptszenen. Das müssen wir leider skippen. Und zwar, jetzt bei 37 kommt eins, bei 42 oder 48 war es. Wir skippen einfach zur Sicherheit auf 50. So. Hat im Video gesehen zu werden. In dem Video flüchten aber alle. Hey, du Fixer, Mann! Heißt das jetzt, dass er den ganzen Schwarzen hinterher ist und jeden Einzelnen gekriegt hat und dann auch das Einverständnis von jedem Einzelnen bekommen hat, sie mit Face zu zeigen, wie sie etwas klauen? Und das gleiche hat er auch bei dem Cappy-Träger geschafft, aber bei dem letzten Typen hat er das dann nicht geschafft? Okay, ist schon wieder mega unlogisch. Dass er eine Person verpixelt und die anderen, die was geklaut haben, weggelaufen sind, die werden gezeigt. Man kennt ihn. Also damit es authentischer wirkt. Nee, der ist aus einem ganz anderen Grund verpixelt. Und zwar, damit man die offensichtliche Kamera hinter ihm nicht sieht. Leon und sein Cutter haben hier richtig verkackt. Oh mein Gott, die Kamera... Er ist nur deswegen verpixelt worden. Oh mein Gott, noch schlimmer als ich dachte. Die haben in einem Frame nicht ordentlich verpixelt. Dort steht die Kamera mit aufgeklapptem Bildschirm. Jetzt denkt ihr euch vielleicht, hä? Aber wo der am Ende dann rausgerannt ist, ergibt das ja keinen Sinn mehr, an der Stelle weiter zu verpixeln. Richtig, die haben auch nicht mehr verpixelt, sondern ganz dreist einen schwarzen Balken hingesetzt. Da das auf den ersten Blick vielleicht schwer zu sehen ist, mache ich das Bild mal heller und spiele das Ganze nochmal ab. Oh mein Gott, Lost! Du Ficker, Mann! Leon, bitte erkläre, was soll der Scheiß? Ach, und hier ist übrigens die andere Kamera. Die ist sehr gut versteckt. Also wenn ich ins Auto einsteigen würde, würde ich diese Kamera niemals erkennen, Alter. Vor allem, wenn das rote Licht immer die ganze Zeit blinkt. Stark. Genau hier. Okay, jetzt wo wir wissen, wo diese Kameras stehen, kommen wir jetzt zu den vier Schwarzen. Dort wurde nichts verpixelt, dafür aber was anderes gemacht. Leon hat da nämlich so lange reingezoomt, sodass die gegenüberliegende Kamera nicht mehr zu sehen ist. Es ergibt gar keinen Sinn, so krass in das Dach reinzuzoomen. Das hat nur den Grund, dass der Zuschauer die Kamera, die da hinten steht, nicht sehen kann. Okay, die klauen also irgendeinen Scheiß, aber nicht die Kameras, obwohl die richtig offensichtlich dastehen. So übertrieben offensichtlich, dass Leon im Schnittprogramm dafür sorgt, dass man diese offensichtlichen Kameras nicht im Video sieht. Leon versucht also wieder alles zu vertuschen. Durch Verpixelung, eingefügte schwarze Balken und gezielte Kamerazooms ins Autodach. Ihm ist... Oh mein Gott, ist ja eigentlich logisch. Als ob die so ein Spielzeug für Erwachsene klauen oder irgend so ein Scheiß, der in so einer Tüte ist, so extra Low-Kacke. Anstatt die zwei teuren Kameras, die würden die ja sofort klauen. Und außerdem würden die auch das Lenkrad abschrauben. Also wichtig, dass deine Zuschauer denken, dass alles echt ist, sonst bräuchte er es ja nicht krampfhaft vertuschen. Leon will euch nicht unterhalten, sondern euch für dumm verkaufen. Na gut, gehen wir aber nochmal zu dem Intro. Ich mach heute mal den Auto offen lassen Prank. Das heißt, wir sind heute in den schlimmsten Straßen von Hamburg. Und ich mach den Auto offen lassen Prank. Einfach nur
unterwegs. Die schlimmsten Straßen Hamburgs. Ja, ich hab mal rausgefunden, wo... Das sieht auf jeden Fall aus wie die schlimmsten Straßen Hamburgs mit so einem modernen Bürogebäude. Wo der da genau war. Die Straße heißt Hühnerposten. Hier geht's aber richtig ab, das... Oh mein Gott, das ist Ghetto von Hamburg. Oh mein Gott, das ist absolutes Hamburg-Ghetto. Ey, er ist wirklich, also an dieser Stelle muss man Leon einfach mal Props geben. Er ist wirklich an die schlimmsten Ecken Hamburgs gefahren. Da, wo einfach gerade noch hier eine Baustelle ist und Leute auf diesem Baustellenparkplatz parken und in dieses Bürogebäude hier bei Exxon Mobil oder wie es auch immer, was für eine Firma es ist, arbeiten gehen. Das ist wirklich das Ghetto, Alter. Da wird man tagsüber überfallen, wenn man da langläuft. Ganz gefährlich. All diese Autos, die hier sind, die sind alle schon aufgebrochen worden. Krank. Hier geht's aber richtig ab, das sage ich euch. Puh, Alter, diese Kugeln, die da fliegen, Junge. Bra, bra, bra. Die Leute machen Drive-Bys. Da solltest du nicht an Bürgersteig langlaufen. Du wirst erschudet. Oh mein Gott, hier sieht man sogar schon die Drogendealer. Ach du Scheiße, beim helllichten Tag, die haben da in dem Ghetto, haben die gar nichts mehr zu verlieren. Die dealen hier Drogen bei Tageslicht. Verdammt, die Araber-Clans sind echt überall. So, und jetzt noch zu dem Cappy-Träger, das geht ganz schnell. So Leute, ich verstecke mich jetzt unter eine Decke. Tue ich so, als ob ich tot bin. Mal schauen. Ich tue so, als ob ich tot bin. Leon, warum wurde da der Balken eingefügt? Wäre da sonst etwa die Kamera zu... So scheiße, oh mein Gott. ...sehen? Die Kamera, die der Typ irgendwie nicht sehen kann, obwohl er die so berührt, dass sich der Kamerawinkel ändert? Komisch, dass er nach Wertgegenständen sucht, aber die Kamera nicht mitnimmt. Und schaut mal, wie der schwarze Balken plötzlich verschwindet, wenn sich der Cappy-Träger davor lehnt. Und wenn er wieder weggeht, kommt der schwarze Balken wieder. Nochmal in hell. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bei jedem Leon-Video denke ich mir, es kann ja nicht dümmer und schlimmer werden. Aber dann schafft er es doch, dass es noch dümmer wird. Unfassbar. Oh, it's magic! Wahrscheinlich rennt er immer weiter weg. Wahrscheinlich rennt er immer weiter weg, weil einmal so ein Typ den erschreckt hat. Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich wäre nicht die Reaktion von jemandem, der in ein Auto einsteigt, um zu klauen, wahrscheinlich einfach draufzuschlagen auf den Typen, oder? Wahrscheinlich. Das klappt echt. Wie bitte? Nochmal. Das klappt echt. Das klappt echt. Ja, natürlich klappt das, wenn man es faked. Und guckt mal, wie cool sich Leon dabei fühlt, seinen Zuschauern zu zeigen, was für ein geiler Hengst er ist und wie krass er Kriminelle vorführt, obwohl alles abgesprochen ist. Guckt euch das an. Junge, das ist so peinlich, wie cool du dich hier fühlst, wenn man weiß, wie billig das gefaked wurde. Ich glaube, ich kotze gleich. Oh mein Gott, ich würde auch am liebsten jetzt kotzen. Oh. Oh, unangenehm, wirklich unangenehm, Leon. Unangenehm, unangenehm. Prank. Oh nein, der arme Loke, er wurde wieder ausgebeutet. Der arme Loke hat wieder 3 Euro bekommen, dass er den Dreh mitmacht. Oh nein. Leute, ist der arme Loke. Ist es der arme Loke? Loke. Ja, Loke, ja, alles gut. Und jetzt haben wir es halb, und zwar die Hörmaschere. Ich und sein Kumpel Erlein, unsere Kameramann, haben uns großgeschossen. Wir brauchen ja seine Hilfe und dann zahlen wir den Vogel mal heim, ne? Okay, in dem Prank rächt sich Locke für den Wassereimer-Prank und für den Haare-Blond-Färben-Prank. Er rächt sich also für etwas, was nachweislich gestellt ist, was dieses Video schon allein deswegen fake macht, weil... Das ist so, so low. Diese Videos habt ihr mit mir zusammengeguckt, ne? Also falls ihr dabei wart. Oh mein Gott, Alter. Er rächt sich für Fake-Pranks. Das ist halt einfach so die... Das ist der Sinnbild für YouTube Deutschland, für den Schmutz von YouTube Deutschland. Ja, die Rache gar keinen Sinn ergibt, wenn die Pranks davor abgesprochen waren. Ich könnte das Video eigentlich schon damit abschließen, aber wir schauen es uns trotzdem mal genauer an, weil es noch viel dümmer wird. Ruf mal oben. Ruf mich mal an. Ich mach mich schon mal fertig. Warte, ich hab den noch nicht ganz, ne? Ich muss mal zwischen dem Blut und so... Jo, Bro, was geht? Wo bist du? Wo bist du? Was geht? Ja, ich bin der Klassiker. Ja, ich bin. Wir sind schon auf dem Weg. Komm mal zur Garage auf. Okay, das Ganze ist ein Killer-Clown-Prank. Erden verabredet sich mit Leon in der Tiefgarage und Locke taucht als Killer-Clown auf. Hier die Schlüsselszenen. Oh, da
mal, Digga, warum rufst du immer so rein? Mit der Menschheit passiert, dass sowas 120.000 Likes hat übrigens, ne? Also es hat 2016, ich bin froh, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt hat, weil 2016 hatte sowas noch 120.000 Likes. Das würde heutzutage hoffentlich nicht mehr so sein. Ja, oben wird das Ganze dann halt aufgelöst. Okay, Moment. Das Auto ist das gleiche wie beim Auto offen lassen Prank, was übrigens Erdems Wagen ist. Leon hat den Wagen für den Auto offen lassen Prank ausgeliehen, was den Auto offen lassen Prank im Nachhinein eigentlich noch viel bescheuerter macht, wenn er echt wäre. Weil Leon sogar das Auto seines Freundes einfach Kriminellen überlässt, um damit Klicks zu generieren. Oh mein Gott. Leon, wer saß noch mal bei dem Video, wo es um Klicks über Freundschaft ging? Oh mein Gott, wer hat sich noch mal da versammelt? Leute, ich will jetzt nichts sagen, ja, aber dieses Video, das hieß Klicks über Freundschaft. Und welche fünf Leute sitzen dort? Simon Desio, Krappi, ApoRed, Leon Mascher und KS Freak? No front. Ich glaube, dass ApoRed und KS Freak ein bisschen was aus der Sache mittlerweile gelernt haben. KS Freak macht gar nicht mehr so einen schlimmen Eindruck wie früher. Ich glaube, er ist auf jeden Fall ein bisschen was gerafft, so nach den ganzen Schuldengeschichten. Aber das hier war zu der Zeit, ja, ich weiß nicht, wie die Leute heute drauf sind, aber das war zu der Zeit, hätte man als Foto nehmen können, mit der Aufschrift, die absolute Elite von Trash-YouTube Deutschland, Müll, 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 bitte wegschmeißen, bitte nicht anfassen, bitte einfach in den Müll. Digga, das ist einfach nur, uff. Ach, und weil wir hier schon wieder bei dem Abschaum sind, du und du, ihr seid alles immer noch richtige Wichser. Jedenfalls wird sogar die gleiche silberne Cam benutzt und die wurde auch genau wie beim Auto offen lassen Prank positioniert. Nur, dass die Cam diesmal vor einer leuchtenden Armatur steht und Leon merkt davon nichts. Aber sagen wir mal, Leon steht wirklich auf dem Schlauch, obwohl er selber mit dem gleichen Auto geprankt hat und die gleiche silberne Cam auf die gleiche Stelle gelegt hat. Ja, tun wir mal so, als hätte er es nicht bemerkt. Das Ding ist, die haben den Prank noch auf ganz anderen Ebenen verkackt. Guckt einfach mal auf das Wetter. Es ist deutlich heller als am Anfang des Videos, wo schon gefühlt die Sonne untergeht. Seltsam. Also wir haben das Outro erst dann nachgedreht. Also das Intro erst nach dem Outro gedreht, okay. Ich mach mich schon mal fertig, ja. War wahrscheinlich dann wieder so ein Bullshit-Gelaber, oh mein Gott. Ich hab's mir noch nicht ganz, ne? Ich muss noch ein bisschen, ne? Blut und so. Okay, pass auf. Locke schmiert also Blut auf die Hände, um sich vorzubereiten. Aber das Blut ist gar nicht im Video zu sehen, weil das Blut hat er erst im Nachhinein drauf geschmiert. Von dem Blut an dem Arm und an dem Messer sieht man aber am Ende nichts mehr. Hä? Sie hatten sich doch 10 Minuten nach dem Intro getroffen. Wir sind in der Garage, 10 Minuten sind wir da, Bro. Mach mal schneller, Mann. Aber Locke geht sich in der Zeit nochmal irgendwo die Arme abwaschen. Also nur die Arme, die er doch für den Prank vorbereitet hat. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Kann das vielleicht sein, dass ihr das Intro nicht vor dem Prank gedreht habt, sondern nach? Ey, das ist so unfassbar. Selbst bei Sachen, wo man nicht lügen müsste, lügen sie. Die lügen wirklich. Die lügen in ihren Lügen. Nach dem Prank, deswegen... Oh, Loke, was hast du schon wieder getan? Loke, nein, Loke. Ist im Intro auch die Tageszeit fortgeschritten. Und dann passt das auch chronologisch viel besser mit dem Blut, was Locke drauf gepinselt hat. Leute, das heißt, die rufen Leon an, um ihn zum Prank zu locken, obwohl der Prank schon geschehen ist. Und wenn man aufmerksam ist, merkt man sogar, dass sich Erdem noch verplappert hat. Ja, ich bin gleich da, Digga. Ja, wir sind schon auf dem Weg. Komm mal zur Garage auf jeden Fall. Garage?
Wir sind 10. Nee, wir sind in der Garage. 10 Minuten sind wir da, Bro. Wir? Wer ist wir? Leon weiß doch noch gar nicht, dass Locke und der Kameramann bei Erdem da. Oh mein Gott, das ist mir gar nicht aufgefallen. Erdem sagt einfach, wir sind in der Garage. Oh mein Gott, wie kann man so dämlich sein? Aber so auf sowas achtet man als Zuschauer, ehrlich gesagt, darauf achtet man wirklich überhaupt gar nicht, ne? Also ist mir gar nicht aufgefallen. Krass. Oh mein Gott, ist er noch dümmer. Oh mein Gott. Ihr habt ja mal wieder richtig reingeschissen und für den Haufen Scheiße wollt ihr auch nur 77.000 Likes. Mein 77.000 Daumen hoch. Da lassen wir uns noch was Krasseres einfallen. Ja. Deswegen hat es auch so viele Likes, weil die Leute einfach früher immer nach Likes gebettelt haben. Der muss mal richtig. Weißt du was? Da kommt was. Ja. Achso, warte mal. Ich habe noch eine Frage, Leon. Wo wurde der Killer-Clown jetzt eigentlich angefahren? Richtig. Killer-Clown wird angefahren. Nirgends. Und dann frage ich mich noch, wie du meinen Merch findest. Oh Mann, ey. Das ist ja richtig heftig, Mann. Das ist richtig crazy, Mann. Zeig es mal im Panda oder so, Mann. Den Link zum Shop findest du in meiner Beschreibung. Oh mein Gott, ich gehe da gleich rein. Oh mein Gott. Oh, was ist das, Mann? Ja, das ist mein Merch und zu jedem bestellten Artikel gibt es eine limitierte Dragon Ball Wackelkarte. Oh mein Gott, die bewegt sich. Oh mein Gott! Das sind 5 Ebenen oder so, ne? Das sieht richtig crazy aus. Achtung, Jumpscare! Mal gucken! Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr drauf, weil mir geht's irgendwie voll übel, schon ein bisschen irgendwie. Ich würde sagen, man kann echt kotzen.